Was fasziniert Sie an Marie Curie am meisten? Also die Freiheit ihres Geistes. Also was mich haben Marie Curie, nehme ich an, muss ich die Frage wiederholen oder habe ich nicht gefragt? Müssen Sie nicht. Muss ich nicht. Nein. Naja, okay. Was mich fasziniert an Marie Curie am meisten ist die Freiheit ihres Geistes. Also sie hat sich über Konventionen hinweggesetzt, also ohne rebellisch zu sein, in eine ganz natürliche Art und Weise. Und ich denke, das ist eine Haltung, die wunderbar ist und auch noch sehr modern. Also heute haben wir natürlich viel mehr Freiheiten, als Marie Curie hatte in ihrer Zeit. Aber manchmal nützen wir unsere Privilegien nicht so. Und das sollten wir mal würdigen und nachschauen, wie man, ja. Wie sehen Sie das heutige Frauenbild? Oh, das ist aber eine Frage. Wie viel haben wir einen Tag, um das zu beantworten? Natürlich, heute sind junge Frauen, oder ich hatte auch meine Generation von Frauen, ich hatte nie den Eindruck, dass das ein Problem sei, eine Frau zu sein. Also ich dachte, man kann überall hinkommen, wo man will. Also man ist gleichberechtigt. Also wenn man in Detail guckt, das ist noch nicht so. Denn in der Tat, wir haben ja gerade in Deutschland vor allem, also wurden die Löhne angepasst. Aber es ist ja so, dass in vielen Ländern also Frauen weniger bezahlt werden als Männer. Das ist nicht ganz in Ordnung. Und was auch nicht ganz in Ordnung ist, ist, dass wir Frauen wurden eingelullt. Also wir haben nicht das Bewusstsein, dass es vielleicht einen Unterschied gibt und dass wir darauf achten sollten, dass wir genauso behandelt werden wie Männer. Also ohne ständig in einen Konflikt zu sein wie Männer. Also man denkt oft, wenn ich für meine Rechte als Frau kämpfe, ist das immer gegen Männer. Also ich bin aggressiv gegen Männer. Das finde ich sehe nicht so. Ich denke, es gibt Mann und Frau und das ist gut, dass es so gibt, weil ich möchte keine Welt, wo es keine Männer gibt. Also das will ich gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und ja, wir sollen einfach ein würdiges Weg und freie auch mit dieser Freiheit des Geistes von Marie Curie unseren Weg beschreiten. Besonders das Filmbusiness ist noch stark männerdominiert. Vor allem die Regiearbeit ist oft noch Männern überlassen. Denken Sie, das wird sich ändern in den nächsten Jahren? Ja, man kann nur daran arbeiten. Also das tun wir. Also ich bin auch Mitglied von ProQuote Regie, weil wir haben auch vor 3 Jahren eine Studie machen lassen, wo wir festgestellt haben, dass also die Zahlen sind noch verheerender, als was wir wussten. Im Grunde genommen studieren ungefähr 50-50 Frau und Mann Film und danach verschwinden die meisten Frauen. Man weiß nicht ganz genau wo, aber die verschwinden, denn in gewisse Sender gibt es sogar unter 1% Frauen, die Regie führen dürfen. Und das ist kein Zustand. Also das muss jetzt also ich bin nicht prinzipiell für Quoten, aber ich glaube, die brauchen wir, um uns zu helfen, zu zeigen, dass auch Frauen durchaus Thriller inszenieren können. Und ich persönlich würde ich auch gerne Autojagden machen oder Western machen. Würde eine erholend sein. Denken Sie, es kann auch für uns Frauen ein Ansporn sein, zu sehen, wir können noch mehr schaffen. Und wir sollten deswegen denke ich Marie Curie, deswegen auch diesen Film. Also weil ich, als ich auf die Suche getan habe, also die Frau hinter der Ikone der Wissenschaft zu finden, ist eine Frau da, habe ich eine Frau entdeckt, die so großartig war und absolut ein Vorbild sein kann für uns. Also es ist so, ja, wir sind kraftvoll und wir sollen diese Kraft also wirklich nicht zur Seite stellen, sondern was damit anstellen. Also ich hoffe sehr, dass das auch Inspiration ist für jüngere Frauen. Für Marie war sie richtig, dass sie etwas hinterlässt für die Nachwelt. Spielt das auch beim Filmemachen für sie eine Rolle? Ich denke nie daran. Also ich weiß nicht, ob das für Marie Curie so wichtig war. Was wichtig war für sie, ist, dass Marie Curie meinte, wenn man ein Talent hat, ist man verpflichtet, also etwas damit anzustellen. Also das war sehr wichtig. Und sie war wissenschaftlich begabt und da muss man etwas tun, das den Menschen hilft.
Und die haben sehr, sehr, deswegen haben sie sich immer mit den Medizinern in Verbindung gesetzt. Sie haben auch versucht, sehr früh alle ihre Entdeckungen sozusagen in konkrete Sachen umzuwandeln, die also nicht nur in der theoretischen Forschung Wert haben, sondern auch einen direkten Impact auf das Leben von normalen Menschen. Und das, denke ich, ist toll, diese Einstellung, dass man, ich kann als Filmemacherin höchstens ein bisschen Spaß spenden oder eine Unterhaltung für 1,5 Stunden oder ein bisschen mehr. Das ist schon mal was, vielleicht. Aber ich weiß es nicht, ich denke nicht. Ich denke, es ist sehr schwierig zu wissen, was überdauern wird oder nicht. Das ist oft sehr überraschend. Also, dass, wenn man in der Literatur sieht, sind Werke heute sehr, sehr berühmt, die in ihre, also wo die Schriftsteller in ihrer Lebenszeit also fast krepiert sind an Unbekanntsein und Ungeld und so weiter. Also insofern, das ist eine, ich weiß nicht, ob es so besonders gut ist, sich darum zu kümmern. Also heute ist man sehr beschäftigt mit, wer berühmt ist und wer nicht berühmt ist, aber das ist schon sehr flüchtig. Also das sind so Sachen, die nicht wirklich Werte des Lebens sind, finde ich. Sie haben während Ihren Recherchen für den Film sehr interessante Persönlichkeiten getroffen. Gab es eine Begegnung, die Ihnen besonders in Gedanken blieben? Ja, also die Begegnung mit der Enkelin von Marie Curie war natürlich ein großes Ereignis und ich war auch sehr froh. Ich meine, es war ja nicht einfach, sie kennenzulernen. Ich musste mich auch ein bisschen bewähren, weil ich wurde so von den ganzen Leuten, von dem Musée Curie und die Stiftung Curie so etwas geprüft. Also nicht, es war ja nicht, dass ich ein Examen ablegen musste, aber das war ja eindeutig, dass ich erstmal also ich habe andere Leute kennengelernt und dann durfte ich mich an sie wenden und die hat mich ein Interview gewährt. Es war erstmal eigentlich für eine Stunde gedacht und ich bin den ganzen Nachmittag geblieben und das war natürlich sehr schön, weil sie ist eine beeindruckende Frau und eine Frau, die mich, also das ist ungefähr, wie ich mir vorgestellt habe, dass Marie Curie alt geworden wäre, weil die ist auch eine sehr aparte Frau, die auch sehr wie Marie Curie ein bisschen aussieht, also in der sehr bestimmte und unglaublich klar im Kopf, gleichzeitig sehr feminin, also sie war sehr burschikos angezogen und trotzdem hatte sie eine schöne Kette und wo man die feminine Note auch da ist und diese Mischung aus Bestimmtheit und Feminität, das denke ich, hat auch Marie Curie ausgemacht. Sie haben die Schauspielerin für Marie Curie durch ein Bild ausgesucht im Internet. Wie sind Sie auf diese besondere Art gekommen? Also habe ich gerade erzählt, also das ist ja so, dass am Anfang sollte das eine Französin werden und ich hatte Probleme, weil ich jemanden wollte, der wirklich diesen polnischen Akzent hat und ich dachte, ich mache einen authentischen Film, also das soll eine Polin sein. Nur in Polen kannte ich nicht, was gibt es da für Schauspielerinnen und so weiter, die mein Gefühl für, was für eine Schauspielerin ich brauche für Marie Curie entspricht. Und ich musste mich allein auf den Weg machen, weil eben oft, was einem vorgeschlagen wird, bedient ein Klischee. Und Marie Curie ist so belagert in Polen, also sie ist wirklich so ein Heiligtum, dass man hat mir nur Klischees vorgestellt. Also habe ich mir diese, ich habe auch dabei ein bisschen das polnische Kino entdeckt, also das heutige polnische Kino, weil das sieht man kaum in Deutschland, in Frankreich auch nicht, außer weiter, also wirklich die Meister des Kinos, die ja eigentlich international arbeiten, aber die polnische, und da habe ich mir Filme angeschaut und jedes Mal, wo ich eine Schauspielerin sah, die mir gefiel, habe ich eben hier ein Bild im Internet gesucht und ausgedruckt. Das ist die Technik ist gut. Gibt es in der heutigen Gesellschaft eine Frau, die Sie besonders beeindruckt? Es gibt viele Frauen, die mich beeindrucken. Also es gibt auch in der Wissenschaft eine junge Forscherin, also die ist so 40, die heißt Emmanuelle Charpentier, die ist jetzt Leiterin des Max-Planck-Instituts und ich glaube, die ist eine Art, die hat gerade einen irrsinnigen Preis, der Name entfällt mir gerade, für die Innovation ihrer Forschung. Und ich denke, die könnte eine neue Marie Curie werden. Die hat auch Marie Curie als Vorbild gehabt. Also ich denke, wenn man jedes Mal, wo ich sage, Marie Curie war mir ein Vorbild als Kind,
Es gibt bei dieser Kinotour war immer mindestens zwei Leute, die sagten, ja, ich habe auch als Kind eine Biografie von Marie Curie gelesen und das hat mich auch geprägt und ich habe auch Mathematik studiert. Also man muss nicht unterschätzen, was es gibt, wenn man so jung ist, also dass man Vorbilder bekommt. Und ja, und ich denke, die taugt wirklich für ein Vorbild, weil die war eine taffe Frau. Und es gibt andere. Und jedes Mal, wo man eine tolle Frau ist, sollte man sich ja freuen, dass es sie gibt und schauen, oh, stark. Gibt es noch eine Persönlichkeit, über die Sie auch noch gerne einen Film machen möchten? Bestimmt. Also ich denke, ich will nicht eine Spezialistin von Biopics werden. Ich denke, mein Anspruch, Filme zu machen, also dass ich einen Film über Marie Curie mache, hat mich selbst erstaunt, weil die war so mit meinem eigenen Leben verstrickt, dass ich dachte, nee, also ich mache doch keinen Film über meine Großmutter. Also das ist so. Es ist passiert, ich habe viele Themen, die mir in Kopf schwirren. Ich liebe es, in Bildern zu erzählen. Also ich hoffe, ich kann weitere Filme machen, aber nicht unbedingt mit einer bekannt existierenden Frau, sondern auch mit rein Fantasiemenschen. Also die habe ich auch im Kopf.